Ich bin mir nicht sicher. Aber ich könnte dies benutzen, um meinen Zaubersprecher endlich mal wieder zu füllen. Ich würde ein Ignisfero entsprechend den Zauberspeicher, und zwar Folge Spurmods, dreimal Kosten sparen, Zauberverlängerung Kosten nutzen. sparen, ich will die ASP noch behalten. Ja, muss rein. Nee, es muss reinpassen. Das in den Slot ist das Problem dabei. Außerdem, oh ja, sprich ruhig den Zauber vermutlich mit den Viechern irgendwie in den Stab, weißt du? Ja, werden wir sehen. Ja, das Kostenspar plus 9, Verlängerung ist minus 4, gibt eine plus 5, Halbierung plus 3, Einsprechende ist plus 2, also insgesamt plus 5, Ignisfero. Ich könnte zwei Humus-Gins beschwören. Dann wäre Und ich auch dann, leer. ja, warte, warte, aber dann hängen die Viecher in Humus-Gin, weil die auch einen aktiven Astralkörper haben. Nee, Wow. die würde ich in Edelstein bauen. Erzähl mal, was passiert. Ja, ist Doppel 19, ist das ein Patzer bei dir? Nee. Nein, nur ein Misslungen. Okay, sehr, sehr ja, dann verlierst du einfach die halben Maß, besser ja, immer. Klar, ja. Gut. Also bei einer Doppel 20 wird jetzt eine ganze Menge passieren. Das wäre wahrscheinlich das Ende der Kampagne. Okay. Ja, zumindest Boltag steht noch unter einem aktiven Galeanum. Ja, okay, dann Boltag zumindest. Da gegen die Feuer und Flammen wird das Problem. Außer jetzt steht wahrscheinlich mittendrin. Ja, wenn das jetzt alles verwandte Schicksalspunkte ist, okay. Und wie ist eure Kampagne geendet? Naja, aber mir hat gepatzt. Ja, das wusste ich von Anfang an, dass es daran liegen würde. Ja, wie auch immer. Ja, dass es nicht klappt, wo ich mein Attribut so. In den Zauberspeicher. Aber jetzt Schnellsteiger plus 3, Verlängerung wieder minus 4. Du musst das Attribut mit ansagen. Körperkraft. Ja, okay. Wurde schon jemals etwas anderes als Körperkraft geschnellsteigert? Klar, Fingerfertigkeit. Gewandtheit. Von wem? Von mir. Aus welchen Gründen Gewandtheit? Es war damals um die Raffin vor dem Tod zu retten, glaube ich. Irgendwie ich frage Baldas gerade, aus welchen Gründen Gewandtheit? Ich meine, das war in der Arena. Aus welchen Gründen? Ich weiß nicht, das hatte Hage bekommen. Ja, also er hatte weil den Hage aus irgendeinem Grund auf Gewandtheit gepeilt ist, aber es macht halt keinen Sinn, weil Körperkraft gibt dir trotzdem exakt denselben Bonus auf deine AT-Punkte. Nur bekommst du halt auch noch mehr Schaden aus DPKK. Es macht nie Sinn, einen Attributo Gewandtheit zu machen, wenn du stattdessen ein Attributo KK machen könntest. Außer du versuchst, irgendeine spezielle Probe zu boosten, in der KK nicht drin ist. Ja, dir hat sowas gelungen. Kostet mich nochmal 11 ASP. Aber Hage wollte das halt immer nicht hören. Ja, und dann wollen wir einen Okkulus aus Spaß irgendwie. Nee, das geht gar nicht. Kostet nur 11 plus 3 ASP. Geht gar nicht. Also, du zauberst echt leer. Ja. Okay. Boltax macht sich auch leer. Nee, ich würde einmal Weg durch Sumus Leib machen. Ich weiß nicht, ob die Dinger mir durch die Elemente durch. Die mitkommen. Ja, das ist tatsächlich die Frage. Ich stelle mich draußen in den Sumpf und verschwinde dann auf einmal. Wohin? Weil der Weg durch Sumus Leib deinen Stuff mitnimmt, müsst ihr prinzipiell andere Dinge, die innerhalb deiner erwarteten Aura hängen, auch mitnehmen. Ja, kommt halt drauf an, ob die dann von den Elementaren aufgefressen werden. Also, weiß ich nicht, was da passiert. Ich springe einfach mal zurück dorthin, wo wir also an die Hütte, wo wir den Eferdi getroffen haben. Ja. Und dann würde ich, genau. Das ist ganz schön weit, ne? Ja, aber das schaffe ich ohne Probleme. Also, er zahlt ja nicht pro Strecke. Richtig. Du bezahlst nicht pro Strecke? Nein, ich kann ungefähr, jetzt muss ich nochmal nachgucken, aber ich habe es in zwei Sprüngen Er kriegt halt die Strecke anhand seiner RKW und kann ihn nicht weiter. Ach so, okay, ja, genau. Gut. Also die Hütte ist leer. Da kannst du dich auch gerne hin teleportieren oder durchwandeln. Klar. Genau, dann mache ich einen Odem dort, um zu gucken, ob die Dinger noch da sind. Und gegebenenfalls, dass sie noch da sind, springe ich dann halt zurück. Aber wenn sie nicht mehr da sind, Was soll noch da sein? Die Parasiten. Ach so, deine Parasiten. Genau. Ja, die sind noch da. Alles klar. Dann springe ich zurück. Bist du dann leer? Nein, noch nicht ganz. Es hat mich jetzt 20, 25 gekostet. Würfel mal den Zauber, bitte. Achso, ist das ein Ritual? Das ist ein Ritual, ja. Dann würfel mal die Ritual. Genau, ich mach's zweimal. Doppel 20 geht auch. Als vor allem geht Scheitern auch und dann muss er laufen.
Das wäre ungünstig. Aber ich kann es ja danach nochmal machen. Also ich habe genug ASP, um das einmal zu scheitern. Einmal scheitern könnte ich. Muss ich ja, also doppelt 20 ist halt nochmal ein Schicksalspunkt für dich. Ja. Also einmal. Ja, und hin. Zweimal. Ja, gut. Dann machst du dich trotzdem leer? Ja, dann lege ich in meine letzte Kammer, die ich noch habe. Das ist meine größte Kammer, aber bringt mir gar nichts. Für 12 ASP ein Guardianum rein. Und gut. Dann bin ich auch leer. Varianten? Persönliches Schild. Und Schutz gegen Dämonen. Wollte gerade fragen. Ja, plus 10 dann. Ja. Ja, plus 12, weil er geht den Stab. Ja, habt ihr diese Nacht sonst noch irgendetwas vor? Lass ihn erstmal würfeln. Ich muss erstmal würfeln, genau. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er schief geht. Ich frage einfach mal Rafim und Zulamin. Noch in der Zeit lassen noch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht lassen wir das wilde Herumgeforsche und Probiere hinter uns und setzen uns irgendwo raus. Ja, ich bin ja sicher vor irgendwelchen Parasiten, deswegen stört mich das wenig, was wir immer nicht da treiben. Weil das klappt nämlich nicht. So. Wenn den Magiern das Gehirn weggenascht wird. Alles klar, dann mache ich für die restliche Zeit einfach noch einen Flimflam, der hell strahlend über dem Dorf steht. Wow. Das wird die Leute garantiert nicht beunruhigen. Das ist bestimmt richtig genial. Das sind die Erle drin, haben keinen Bock auf euch. Das ist mir doch macht egal. Macht euch nochmal richtig schön beliebt. Hätte ich auch nicht. Wenn ich euch beide Idioten ins Dorf kommen sehen würde, ich würde direkt auswandern. Gut, direkt so zu verkaufen. Rafim, Zulamin, ihr sitzt draußen, lasst die Beine baumeln. Guck den Fliegen zu. Den normalen Fliegen, den Stechmücken. Die werden und den jetzt von Flimflam angezogen. Und den Horn, ja. Und den Hornhexen. Und den die im Süden von euch grasen. Ja, Zulamin mit gerunzelter Stirn. Das war so nicht geplant. Naja, wenigstens ist mir jetzt klar, warum sich niemand freut, wenn wir vorbeikommen. Ich glaube, die zaubern sich da drinnen gerade alle leer. Und sind hilflos. Hey, was hast du an? Ich bin da nicht mal bei. Naja, ich, gute, das wird eine Bande-Operation. Ja, ich hoffe wirklich, sie bekommen das in Griff. Denn so brauchen wir jedenfalls nicht in den Sumpf aufbrechen. Naja. Ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Dein Wort in Rajas Ohr. Naja, ich denke, Voltax hat jetzt erfolgreich alle Viecher in der Umgebung angelockt. Etwas. Und dann werden wir morgen wohl unserem Gastgeber erklären müssen, dass wir wohl noch ein bisschen länger bleiben. Naja, glaubt ihr, dass das unser Problem löst? Nur, wenn sie zu irgendwelchen Erkenntnissen gelangen. Ja, ich freue mich schon richtig, die letzten Tage auf deren diesem Sumpfloch hier zu verbringen. Wie habe ich das verdient? Diese besondere Ehre. Du hast es nicht verdient. Ja, das möchte ich aber auch wohl meinen. Wo ist mein gottverdammter Tempel? Wie lange was meinst du? Naja, wenn ich sterbe, dann ja wohl wenigstens in einem Tempel. Nun, der wird hoffentlich nicht hier im Sumpf stehen. Ja, entweder beim Verteidigen einen einnehmen, irgendwie sowas. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, es ist ruhiger geworden. Was sagtest du? Naja, ich denke, dass unsere baldige Aufgabe vielleicht sogar schon uns nah an den Tod bringen wird. Das klingt für mich ziemlich nach einem Unheiligtum. Ja, in der Tat. Deswegen würde ich auch sehr ungern aufbrechen, wenn unsere Magier alle nur halbkampffähig sind.
Ich gehe mal die Magier fragen, wie lange die da noch vorhaben, das halbe Dorf zu beleuchten. Grausam. Ja, und dann stehen wir auf und gehen wieder nach drinnen, wenn die anderen da fertig sind. 25 Minuten tatsächlich. Ich war schon fertig, bevor die beiden noch nur angefangen haben. Das wisst ihr ja nicht. Klar wisst ihr das. Wir haben die Experimente doch hier gemacht. Wir werfen euch einfach alle total unfair in einen Topf. Ja, aber hallo. Verdient. Ich werf gleich mit dem Topf nach dir. Tikala springt noch ein bisschen draußen vor der Hütte, ungefähr 5-6 Meter hoch, mehrere Male, und dann geht er auch nach drin und wischt sich das Nasenbluten ab. Deswegen hat der Krötensprung also, hebt der Krötensprung also Fallschaden auf. Ja, seid ihr jetzt fertig mit was auch immer ihr hier treibt? Wir werden zumindest nicht mehr von diesen Parasiten behelligt. Ja. Unter der Bedingung, dass wir uns nicht noch einmal dem Grab dort drüben nähern. Nicht, dass jemand auf Gedanken käme. Ja, wie lange braucht ihr denn nun? Wie viel Uhr haben wir? Meinetwegen jetzt so 18, 19 Uhr, also ja, okay. Zeit habt ihr im Prinzip eine ganze Menge. Nun, wenn ihr darauf besteht, können wir sicherlich im Morgengrauen aufbrechen. Naja, was heißt bestehen? Ich denke, das wird ein Unheiligtum, also ihr solltet schon kampfbereit sein. Ja, Rafim, ich bin immer kampfbereit. Und du weißt ganz genau, was immer mal da nie. Ich wage es nicht, an euren Fähigkeiten zu zweifeln. Ich hab vier Zauber im Stab und ein Elementar. Auch wenn ich keine Kraft habe, es wird schon reichen. Nun, wir werden eine Stärkung auftreiben. Und ich versichere euch, im Morgengrauen sind wir abmarschbereit. Wir können natürlich nicht dafür garantieren, dass uns diese... Ich will es nicht Parasiten nennen, es sind keine. Nennen wir sie sehr Erscheinung nicht, dann wird er das mal heimsucht, aber das ist ein Risiko, mit dem wir leben müssen. Naja, dann können wir schneller aufbrechen, als ich dachte. Ich dachte schon, ihr würdet mehrere Tage brauchen. Umso besser. Ich denke, wir haben keine mehrere Tage. Die Zeit läuft gegen uns. Ich denke auch. Dann im Morgengrauen los. Im Frühtau die Zwerge, sie ziehen Fallera. Wo habt ihr dieses schlechte Zitat denn her? So, das ist ein Klassiker. Kennt ihr es nicht? Nein. Das ist ein Ferdocker Gassenhauer. Im Frühtau die Zwerge, sie ziehen Fallera. Ihr müsst nicht singen. Wieso denn nicht? Es ist doch ein geselliger Abend. Das klingt furchtbar. Naja, wie ich sagte, Zulamin, ich habe ja draußen was vergessen. Ich hol das eben. Könnte sich nur um Stunden handeln. Ja, so könnt ihr in Kregavar die restliche Nacht verbringen. Warte, wir haben noch Abend, da noch jede Menge Tageslicht. Ja, dann. Abelmir, wie war die Pflanze, die aus mir regeneriert? War das Schwarzer Mond? Schwarzer Mond, ja. Was switchen bei? Wächst der nicht hier? Weiß ich gerade nicht. Glaub eher nicht. Hier, Schwarzer Mond wächst noch auf Pylos. Okay, andersrum. Wir sind aber an einem Sumpf südlich einer Linie Neta-Taluse. Ja, möchtest du da irgendwas sammeln? Pfeilblüten. Kann man die außerdem im Sumpf sammeln? Dann, ja, die sind speziell im Sumpf heimisch. Ja, dann ich mein, technisch gesehen auch in Küsten sind wir auf einer Kraftlinie. Das heißt, es gibt uns plus 1 zusätzliche Regeneration bei Kraftlinienmagie. Es gibt so sehr mehr noch. So, ja, ich gucke auch nach. Ich würfel jetzt einfach mal 3W20. Ich habe keinen Bock, dieses Kräuter zusammenzurechnen. Genau, Kräuterkunde, irgendwas mit Wildnisleben. Das letzte ist FF, so mir fehlen da 6 Punkte, da mein Talent, mein Metatalent mindestens 10 beträgt. Du findest 2 Pfeilblüten. Ja. 1W6 Pfeilblüten für einen Tee, ja. Und gut, dann mache ich mir selbst halt einen Pfeilblütentee raus und bevor ich den zu mir, also während der im Kessel vor sich hin köchelt, wird der Ventilo sich in einer Ecke zurückziehen und astral meditieren, was er für gewöhnlich nicht tut. Busch. Stößt das Tor auf, was nur mit Blut geöffnet werden kann. Nennen und ließ die Kraft so, in dich fließen. Nennen wir es so, wenn du möchtest.
Ich möchte mich neben Serpentheo setzen, mir selber in die Hand schneiden und auch mit Blut meditieren. Ich kann es wahrhaftig nicht ausstehen. Blutmagie ist meiner Zunft antithetisch. Ich bin mir sicher, aber mir hat er viel mehr Erfahrung drin. Na gut. Was denn die blöde Ritualprobe? Ja, Raphim, merkst dann, wie Serpentilio sich im Schneidersitz hinsetzt und während er dann die Augen zumacht und du dich da gerade fröhlich mit deinem Messer schneidest und so ein bisschen in der singst, siehst du, wie bei Serpentilio ganz alleine die Adern aufquellen und platzen und dann das Blut leicht schwärzlich hinausläuft. Ich möchte zustimmend nicken. Du kannst eigentlich so eine Blutmasse nur würfeln, wenn du mindestens eine Aspirin hast, oder? Das kann sein, oh, ja. Du hast recht, deswegen ziehe ich den einen ASP, der tatsächlich noch in meinem Kraftspeicher ist. Dann ist der jetzt auch leer. Ein einziger. Mein Forenantrag sagt, kannst du die Tore mit dem Kraftspeicher öffnen? Nein, ich ziehe den ASP aus dem Kraftspeicher in mich und mit dem mache ich dann die Tore. Geht das? Das Problem beim Kraftspeicher ist, das Ding ist dann noch eine ASP drin. Ich kann nur 19 auf einmal rausholen. Aber geht das? Ja, klar. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob du den beliebig rein und raus. Ich weiß nicht, ob du den beliebig rein und raus, also aus dem Kraftspeicher wieder rein in dich pumpen kannst. Das weiß ich ja nicht. Ja, natürlich. Ich muss ihn berühren und das Schlüsselwort sprechen und dann fließen innerhalb einer Kampfrunde 19 ASP in meinen Astralleib. Gut. Lass mich nur jetzt eben kurz von 1 auf 0 ändern, sonst vergesse ich das nämlich. Ich hatte gehofft, ich könnte den behalten. Oh well. Und dann machen wir das. Und dann, aber mir, du weißt das. Kann ich ansagen oder muss ich würfeln, wie viele LP ich nehme? Du musst es vorher ansagen. Und dann verlierst du noch W6, W3, glaube ich, LE zusätzlich danach noch. Ein W3 zum Aktivieren. Wir machen das so selten, hä? Ja. Ich sag's nochmal. Astralmeditation pro ASP, eine LE. Dauer eine Spielrunde pro LE, am Ende ein W3 LE-Verlust. Probe auf Intuition, Charisma, Konstitution, erleichtert um LKW halbe. Du brauchst eine ASP. Was war das erste Attribut? Intuition, Charisma, Konstitution. Okay. Dann wäre das erste Konsti gewesen, wäre tatsächlich die Probe gescheitert. Dann nehmen wir 10 ASP und dann wäre das W3 am Ende, ja? Yep. Gut, dann hier noch ein W3, das sind 3, also ich verliere 13 LE und kriege 10 ASP rein. Mhm, korrekt. Und dann, Sekunde, wo ist meine Zoboard? Hier ist meine Zoboard. Achso, und dann Pfeilblüten D, 3 W6 plus 2. Dann, Raphim, du hast wahrscheinlich nichts mehr vor. Außer stolz nicken, während ich neben Serpentier sitze, der blutet, habe ich nichts vor, nein. Jeder sollte dies nicht so zustimmend hinnehmen. Kannst du immer noch irgendwelche Chor-Symbole auf seine Stirn malen oder so, während würde ich, wenn es aber mir wäre, aber bei Serpentier, den möchte ich nicht anfassen. Der ist eklig, der stinkt. Boltax, möchtest du was tun? Ja, also ich werde nicht astral meditieren, auch wenn ich das theoretisch könnte, aber nee, Blut und. Ich wollte gerade sagen, du willst Blutmagie verwenden? Eben. Also es ist de facto ja keine Blutmagie, aber zumindest ja, nicht nach den Flavor. Dämonen- und Elementarregeln. Ja. Ich meine, genau. Würde jemand verbotene Pforten benutzen, um ein Elementar zu rufen, würde er ja definitiv die Erschwernis auf Blutmagie kriegen. Das ist was anderes, ja. Das ist genau, ja, das ist richtig. Das ist so ähnlich, aber anders. Ja. Direktes Blut genau. Und Umwandlung. Dann nix. Entsprechend mache ich das nicht, aber ich muss natürlich wissen, wie hoch die Linienstärke der Kraftlinie hier genau, ist. Genau, ich auch. Zulamino, das ist eben offen, ne? Ich muss gerade mal schauen. Satinav Kette 1. Satinav Kette. Ich glaube, da hat eine 8 oder so. Da kriegen wir 4 zusätzlich ASP. Nee, 8 Linienstärke ist 8 von einer. Das ist eine richtig fette Kraftlinie. Wir sind immer noch auf einer Linie, nicht auf einem Knoten, ja? Nur Linie, okay. Genau. Es sei denn, es kommen irgendwelche anderen lokale Kraftlinien dazu. Nee, die Satinav Kette. Die reicht ja auch. Starke Affinität zur Temporalmagie. Klar. Jo. Deswegen leben hier wahrscheinlich auch die Hornechsen. Vermutlich. Okay. So, 4 ASP extra, ja? 4 ASP extra. Dann regenerieren wir mal. Regeneriere ich ganz normal. Aber mir hat nichts weiter. Zulamin. Ich habe eine Frage. Und zwar, Zulamin würde versuchen, sich mit einem Harmoniesegen gegen Besessenheit, Geister und sowas zu schützen.
Du möchtest aber vielleicht noch LHK hier benutzen, deswegen die Frage, schießt dir das irgendwie total quer, wenn ich das, bevor wir aufbrechen, machen? Ich überlege gerade, ob er noch irgendwas zu sagen hat. Ich glaube nicht, ihr seid nah dran, ihr schafft das schon. Du könntest... wie lange hält denn der? Das solltest du ja vor der Abreise am besten machen, nicht heute Abend. Ja, genau. Also ich stufe auf Stunden auf. An dem Abend hat Zulamin nichts Besonderes mehr vor. Mhm. Außer natürlich, wir erwarten, über Nacht überfallen zu werden. Von den Dorfbewohnern? Den Hornechsen. Den Hornechsen. Nee. Dass ich wissen will, dass Satinaf das auch bei mir abgesehen hat. Nee, Satinaf ja eben nicht. Andersrum, ja, ja. Genau, Satinaf will ja, dass ihr die Reise dass antretet, jemand, damit... jemand, der mit Temporalmagie verbondelt ist, ist mir da... Technisch gesehen können wir einen Quetzlinger schicken. Gut, also Zulamin macht das dann morgens. Nochmal eine letzte Frage. Abimir, du willst sonst nichts weiter? Ich würde mich gar nicht die Kraft hier einstimmen. Höre ich wieder irgendwelche Stimmen, Geisterstimmen wie in Yakesh? Nein, hörst du nicht. Er fordert es auch echt heraus, oder? Ja. Aber du kannst ja deinen tollen... Linse. Deine Linse kannst du ja benutzen. Und vielleicht bringt das ja irgendwas. Ja, die kostet mir wieder Ausbildung. Und die habe ich gerade schwieriger. Du kannst es ja morgen benutzen. Ja, das ist ja heute egal, ob ich heute oder morgen mache. Gut, alles klar. Dann könnt ihr schlafen und könnt am nächsten Tag morgens um 7 erwachen. Macht euch dann irgendwie hier drin gebratenen Reis, was auch eben es gibt oder aus euren Vorräten könnt ihr euch dann bedienen. Und wenn ihr dann irgendwann nach draußen tretet, wo es dann schon ekelhaft schwül um euch drum surrt, die Moskitos, die bereits auch zu dieser... Tageszeit draußen sind. Zusätzlich ein Nebel, der sich jetzt klamm um eure Füße schmiegt. Ihr könnt dann regenerieren. Wie gesagt, mit den Modifikatoren und habt dann wieder ASP. Ich bin halb voll. Mhm. Gibt es noch zusätzliche Modifikatoren durch die Umstände, Betten? Nee. Ihr schlaft nicht mit Negativen, also einfach nur plus minus 0. Ich wollte gerade sagen, ich meine, dafür, dass Sumpfhütte plus 0 ist, dürfen wir eigentlich schon dankbar sein. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Hütte im Sumpf, das stinkt, das ist ein Moskitonetz oder sowas, ist noch vor der Tür, mehr ist nicht. Die Kraft der Vorstellung, sage ich nur. Zulamin kann ihre Probe würfeln, den Harmoniesägen, wenn sie mag. Mhm. Und zwar würde ich ihn auf die ganze Gruppe sprechen, bevor wir aufbrechen. Also gerne auch inklusive des Schwertmeisters und Tekala, denn ich habe dann 10 Personen. Das heißt, ich würde die ganze Reisegesellschaft einmal im Kreis versammeln. Haltet ihr das wirklich für notwendig, Kapitänin? Wenn ihr nicht wollt, stellt euch da hinten hin. Ich muss meinen Überzeugungen natürlich auch zugute kommen und stelle mich da hinten hin. Okay. Und zwar, ich stufe zweimal auf. Einmal stufe ich von Spielrunden auf Stunden auf und zum anderen stufe ich von P auf PP auf, um die 10 Personen mitzunehmen. Harmoniesägen ist für mich Grad 0, geht damit hoch auf Grad 1, geht hoch auf Grad 2, was eine plus 2 ist. Dann gehen wir kurz die Liste durch. Es ist keine Notlage, es ist kein göttlicher Auftrag, es ist nicht eigensüchtig, es ist nicht magischer Zwang, Eidbrecher, Frevler, Serpentilio ist beiseite gegangen. es ist kein heiliger Boden, aber es ist auch noch nicht dämonisch verseucht, oder? Nein, ist es nicht. Gut, dann ist es auch noch nicht der, es ist auch nicht der passende oder super unpassende Monat. Weltgeschehen, Ordnung der Welt ist egal. Ja, dann bleibt es einfach bei der plus 2, denke ich.